Es geht weiter bei Let's Play Mass Effect 2. Wir gucken mal eben, ob wir ungelesene Nachrichten haben, aber ich glaube, wir haben eigentlich alle letzte Mal gelesen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, das ist das mit dem, es wird wieder ruhig. Okay, achso, die hätte ich jetzt löschen können. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Nein, habe ich nicht, habe ich gerade nachgeguckt. Das heißt, die Omega-Dinger haben wir. So, Waffenkammer. Nein, ich möchte gerne mal ganz kurz unten in den Fahrstuhl. Und zwar möchte ich bitte mal eben zum Maschinendeck. Maschinendeck auswählen. Ihr Radar verrät Ihnen die Position von Feinden in der Nähe. Ne, sag bloß. Hätte ich nicht für möglich gehalten. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Was haben wir hier? Hier haben wir Techniker. Hier war doch nichts. Moment. Wo ist denn zum Beispiel Jack? War die unten? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich verlaufe mich auf unserem eigenen Schiff andauernd. Aber das liegt wohl auch daran, dass ich mich verlaufe. Genau. Egal. Hi, Jack. Hey. Ich habe viele Ressourcen mitgenommen. Können Sie daraus was machen, das uns gegen die Kollektoren hilft? Ich bin auf Pläne für L5X-Implantate gestoßen. Ich habe sie noch im Kopf. Wollen Sie wissen, was ich dafür brauche? Ist normalerweise nicht mein Ding, aber ich habe gelernt, die meisten Sachen ganz alleine hinzukriegen. Okay. Schrotflintenschaden. Platin erforderlich, bla bla bla, okay. Prototypen. Biotischer. Jack erhalb des 20. Ja, ich möchte ungern. Munition für schwere Waffen. Das vorgeschriebene Training gestattet ist Shepard, Punkte erneut auf Kräfte zu verteilen. Es gibt aber keine zusätzlichen Punkte. Ach so. Nee, danke. Und das hier braucht ja eh 50.000 von irgendwas. Und was auch immer das mir auch bringen mag. Was ist das? Plus 10 biotischer Schaden. Mega-Kapazität erhöht, ist auch nicht so wichtig. Ein Gruppenbonus, 10% auf Schilde, Barriere, Panzerung. Das ist nicht schlecht. Ich möchte das gerne erforschen. Ja. Aber ich habe das wahrscheinlich jetzt noch nicht an, oder? Keine Ahnung. Wäre falsche Richtung. Ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt schon anhaben oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder hoch. Mannschaftsquartiere, nein. Mit Dingens können wir ja immer noch nicht reden. Mit unserem lieben, ich möchte immer noch mit Garrus reden. Wegen dieser Sache mit dem, er fühlt sich schuldig und. Kann ich aber anscheinend ja, immer noch nicht. Haben wir das letzte Mal getestet. Ne, mit Edi möchte ich gerade nicht reden. Private Tunnel auch nicht. Ehrenmedaille auch nicht. Ich hätte gerne mal einen Panzerspind. Panzerung. Irgendwas Neues. Hochglanz oder was weiß ich nicht, was er da geht. Ich würde gerne im Pink rumlaufen. Was ist das denn für ein. Was zum Geier? Ja. Wir bleiben lieber dabei. Farbe 2. Lieber so. Ernsthaft. Wir können hier farblich uns komplett neu generieren.
Ich hatte das eigentlich nicht vor. Okay, lassen wir einfach. Machen wir alles hier weg. War das mit der Forschung? Das kann ich anscheinend doch nicht irgendwo. Egal. Schifffahrtskabine, wir gehen da raus. Wir gehen einfach weiter. Ich bin verwirrt. Ah, nee, Moment. Ich wollte... nee, Maschinendeck? Doch, der Tank. Der ist wohl auf dem Maschinendeck. Deswegen wollte ich zum Maschinendeck. Ich erinnere mich. Ich möchte mal eben zu unserem kroganischen Tanki-Punky. Weil der ja irgendwie ausgebrochen zu sein scheint. Nein, da wird gezeigt, dass da ganz viel Leben drin ist. Bla bla bla, irgendwie sowas. Aber wo ist der? Hallo? Shepard kann nicht mehr laufen. Das ist freundlich und toll und nett. Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlammt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nation Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Weitermachen. Jawohl, Commander. Okay, ich möchte eigentlich gerade... Hab ich doch gesagt. Ich hab vorbildlich gehandelt aus dem einfachen... aus dem... Frachtraum, jetzt können wir in den Frachtraum. Hallöchen. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Krogana. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Ich traue mich nicht, den zu öffnen. Ich lasse alles so, wie es ist. Sorgen Sie dafür, dass niemand daran herumspielt. Natürlich, Shepard. Obwohl, es wäre auch mal spannend, einfach zu sehen, was passiert, wenn ich den Scheiß öffne, ne? Aber ich vertraue dem Kack nicht. Ich möchte erst das Citadel, bevor ich sowas mache. Weil ich hoffe immer noch, dass ich Rex wieder kriege. Und der müsste ja eigentlich das Citadel sein. Und ich will nicht, dass ich Rex nicht mehr kriege, aber ich will wissen, was Rex davon denkt. Schließlich ist er ein Kroganer. Was will ich denn jetzt hier? Verdammte Hacke, ich bin... So. Jetzt aber bitte die richtige Station hier anpeilen. So, und ich glaube auch für uns bleibt jetzt gerade... Wir haben jetzt ganz Miranda viele neue... Miranda möchte Sie sehen, Commander. Miranda möchte was? Was? Moment. Miranda? Warum Miranda? Und wo ist die? Die ist doch im Mannschaftsdeck. Miranda möchte mich sehen. Gut, Miranda, was willst du? Von mir. Und die Frage ist natürlich auch noch, wo ist sie? Nein, nicht zu den Toiletten, dankeschön. Wo du bist, ist auch noch so eine Frage. Nein, da ist nur die Ärztin. Waren Sie nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? Ja,
Wäre ich nicht zu Cerberus gegangen, hätten mich die Kollektoren inzwischen verschleppt. Miranda's Büro. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Mein Vater war sehr wohlhabend. Er wollte die perfekte Tochter und hat viel Geld dafür ausgegeben, mich genetisch quasi maßzuschneidern. Als ich erfuhr, dass mein Vater mehr an der Kontrolle einer Dynastie interessiert war, als am Großziehen einer Tochter, bin ich gegangen. Und vermutlich hat er Sie wieder aufgespürt, richtig? Mein Vater hat es aufgegeben, mich zu verfolgen. Und er ist nicht dumm. Mit Cerberus würde er sich nie anlegen. Aber hier geht es nicht um mich. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Oh je. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Ja, wir nehmen alle mal die ganzen Aufträge ja gerade mal an. Ich weiß nur nicht, welche davon wir wirklich machen werden und welche nicht. Wir werden uns jetzt erstmal zur Citadel begeben, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass die... Jacob möchte mit Ihnen sprechen, Commander. Was? Jacob? Warum will jetzt jeder mit mir reden? Jacob ist hier. Jacob! Ich glaub's ja nicht. Jacob ist aber nicht... Ja, doch, hier müsste er sein. Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache. Wird aber meine Pflicht nicht beeinträchtigen. Für meine Crew habe ich immer Zeit. Was liegt an? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Ich höre zu. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback. Das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Ich hatte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon? Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Ist noch jemand hier im Kindergarten, der irgendwelche Probleme hat? Meine Herren, nochmal. Auf einmal kommen sie alle mit ihren Problemen. Ich weiß nicht, warum? Jetzt, also ich meine, warum jetzt auf einmal? Und wer will mich jetzt reden? Garrus?
Oder wer? Kelly. Hä?